Willkommen zurück im Tempel des Erdlands. Wir haben vielleicht so die Hälfte geschafft, würde ich mal vermuten, spekulieren. Ich nehme an, als nächstes gehen wir hier entlang oder auch hier entlang. Und hier wird wohl der Boss sein. Offensichtlich. Dafür brauchen wir auf jeden Fall diese Kugel. Die hat uns schon viele nützliche Momente bereitet. Da können wir dann hier durch. Und schnell genug ihn hier. Hat er mich doch noch erwischt, aber macht mir nichts. Ich habe ein Herz bekommen. Auch wenn ich noch mal ein halbes Herz nachgebrannt habe. Und jetzt vielleicht mal ein Schlüssel. Ich habe noch keinen einzigen Schlüssel hier bekommen. Nein, eine blaue Vogelfeder. Gab es die nicht auch in Wind Waker von den Volk der Orni oder wie sie hießen? Zack. Ah, immer schön alles mitnehmen. Da lasse ich mich nicht lumpen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, von den Käfern fehlt mir noch ein bisschen mehr als von diesen Kleinoden. Gib mir doch einfach einen blauen Rubin und nicht vier grüne. Zack. Noch hält mein Schild aus. Und wenn ich mal anfange, Rasen zu mähen, dann mache ich das gründlich. Dankeschön. Ah, ich ahne, jetzt weiß ich auch, was diese komische Konstruktion sollte. Man kann einfach gegen dotzen. Genau so ist das gedacht. Und da muss ich nochmal ganz außen rum wahrscheinlich. Hä? Hat das jetzt wirklich sein gemusst? Da bin ich jetzt nicht so sicher, aber ich muss jetzt außen rum, glaube ich. Oder kann ich hier durch? Ich glaube nicht. Hoffentlich geht das auch außen rum. Wir probieren es aus. Das ist mal ein Held, hä? Ein Held, der die Welt rettet. Er muss balancieren können und ein bisschen Ballett tanzen. Geh hier rechts, gab es die Bombentasche, dann kann ich jetzt hier weiter. Dann haben wir bald alles durch. Jetzt kommen sie wieder gleichzeitig, das ist unfair. Haben sie mit Absicht gemacht. Wow. Ich sehe schon, da gibt es ein Loch. Ist das im Moment der normale Durchgang? Ja. Hoffentlich klappt das auch mit der Bombe. Ich habe nur noch vier. Ich hätte vielleicht gerade mich aufrüsten können da hinten. Hä? Ist das einfach nur größer geworden gerade? Wollen die mich verarschen? Mir braucht so eine normale Wand einfach mal zwei Bomben. Will ich da jetzt rum oder? Ach, ich muss sogar da rum. Weil es hier gar nicht weitergeht. Ja. Toll. Das kommt mir so vor wie so eine Fahrt im Vergnügungspark. Nur ein bisschen gefährlicher. Dankeschön. Da gehe ich doch erstmal meine Bomben auffüllen. Die Idee, die gefällt mir auf jeden Fall. Die Umsetzung hat auch was für sich. Und die Belohnungen hier sind vorzüglich. Noch eine. Ja, das lohnt sich. Für einen Gegner, gerne doch. Der mir nicht mal was abzieht. Hä? Geht die Bombe auch irgendwann mal los? Hat ja gar nicht lange gedauert. Ich dachte, weil der Gegner schon da stand. Jetzt brauche ich ausnahmsweise mal keine Herzchen. Geht die Bombe direkt los, aber nee. Hier gibt es sonst gar nichts. Gut, hätte ich auch theoretisch übergehen können, aber ohne Bomben kommt man nie weit. Immer eure Bomben schön pflegen und einen frischen Vorrat da halten. Wie die Regierung ja empfiehlt, immer so ein Fresspaket. Oder für zwei Monate sollte man, glaube ich, ausgesorgt haben. Ernährungstechnisch, aber bombenmäßig natürlich auch. Ich bin gerade verwirrt. Ich kann die Kugel da nicht mitnehmen, die brauche ich doch. Ich glaube, mit dem Käfer kann ich irgendwas finden, oder? Drehen, 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 drehen.
Noch habe ich keine Ahnung. Bin ein bisschen verwirrt. Es geht doch bestimmt hier weg, das Teil. Es muss weggehen, denn dafür ist dieser Durchgang da. Oder muss ich erst nochmal hier ganz schöne Klubschrauben? Vielleicht muss ich da dagegen. Vielleicht noch ein bisschen weiter fliegen. Gucke ich mich mal erstmal hier ein bisschen um. Kann ich jetzt nach links kurvig fliegen? Ja, das geht. Endlich geht das mal in Ordnung. Ja, aber das bringt mir alles nichts. Und da geht es auch gar nicht weiter. Eventuell mit einer Bombe. Dann fliege ich nochmal. Und dieses bin ich jetzt in die andere Richtung geflogen. Ja. Ich stand da komisch da. Ich muss überlegen. Ich kenne das Spiel nicht auswendig. Muss ich alles mich irgendwie rantasten. Ja, ich weiß, dass ich hier mal war vor ewigen Jahren. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Er kann nicht speichern. Also ich habe das Rätsel schon mal gelöst. Das werde ich jetzt auch wie vom Käfer Angst haben. Ja gut. So nicht. Aber wie dann? Doch gegen das Auge? Nein. Das hat nichts gebracht. Hä? Das Schlimme ist, es ist wahrscheinlich eine total einfache Lösung. Und ich komme einfach nicht drauf. Ach so. Hat das was zu bewirken? Wird das helfen? Es sieht auf jeden Fall nach was aus. Schon wieder zwei Bomben benötigt. Ernsthaft? Dann gib mir doch eine größere Bombentasche. Zack. Naja, ist ja auch ein riesengroßes Loch geworden. Wahrscheinlich soll das ausdrücken. Dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt und das zu schätzen weiß, was man hier gerade geschafft hat. Brauche ich nicht, aber da oben war doch irgendwas. Ach so, er wieder. Er nur wieder. Gut, dann kommen wir jetzt hier weiter und haben das umgangen. Wir sind im Umgehungsgang quasi einen Umgehungsgang gegangen, damit wir im Umgehungsgang diesen umgehen können, damit wir hier weiter können. Falls ihr versteht, was ich damit sagen will. Weil das ist hier nur eine Seitengasse und in der Seitengasse dann... Ach, ich lasse es einfach. Ist ja auch egal. So, dann gehen wir hier. Moment. Oh, das war eckig. Eckig und fruchtig. Hier gibt es doch... Ah, ich sehe schon. Kann ich das von der Seite aus hier erreichen? Muss ich wahrscheinlich, denn sonst komme ich da gar nicht hoch. Aber das Rätsel kennen wir schon. In ähnlicher Form. Und mit einer Schleuder kriege ich das, glaube ich, nicht ab. Da brauche ich messerscharfe Klingen eines Käfers. Ja, toll. Jetzt muss ich da rumfliegen wahrscheinlich. Und von der anderen Seite, ja, ach. Ach ja. Aber kein Ding, das ist in Ordnung. Das funktioniert. Da bin ich schon richtig geflogen vorhin. Ich war nur noch zu weit entfernt. Und genau hierin, ja. Warum geht das Tor nicht ein bisschen mehr auf beim ersten Mal? Das ist auch unverhältnismäßig. Jetzt geht nämlich der ganze Rest auf. Da kann man nicht denken, dass man sich da vielleicht noch durchstehlen kann. Und wie komme ich jetzt da hoch? Von der anderen Seite. So meine Vermutung. Das ist keine Wand, die man brechen könnte. Marmorstein und Felsen bricht. Soll ich den erstmal umbringen? Ja, sonst stört er mich nur. Lässt du mich in Ruhe? Er will fliehen. Halte den Dieb. Nix da. Ah, das ist heiß. Der lässt mich da gar nicht durch, oder wie? Ich komme da gar nicht durch. Ja, man kann quasi gar nicht den falschen Weg gehen. Es gibt immer nur einen. Und da muss ich mich auch nicht wundern, dass ich immer erstmal den richtigen Weg gehe. Weil es nur diesen einen gibt eben. Von unten nach oben, von oben nach unten, noch rechts nach links und... Nein, noch links nach rechts. Stechen! Hallo. Sterben. Ja, irgendwann... Er schlägt ja selber gar nicht zu, hallo. Der wehrt nur ab. Komm, 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 komm. Irgendwann ist immer gut.
Der hat sich gewehrt. Aber an sich sind das keine ernstzunehmenden Gegner. Ach, ich kann hier ja nur speichern. Ich komme dann aber nicht weiter. Hä? Speichern ist schon mal gut. Bis hierhin ist alles gesichert. Hier oben noch irgendwas? Nein, das ist ein abgeschlossener Bereich. Wir können hier schon weiter. Und jetzt hier muss das Teil halt... Kann ich das einfach wegbomben vielleicht? Ach, Moment, ich muss einfach warten, bis er kurz mal aufhört. Der macht das in Intervallen. Dann ist das okay. Dann komme ich da ja gleich durch. Ich dachte, der lässt mich einfach gar nicht da durch. Na komm, 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 schnell, schnell, schnell. Dankeschön. Oh, ja, sehr physikalisch einwandfrei, aber interessant. Ein Phänomen, ein Naturphänomen, ein Schauspiel erster Güte, der Sonderklasse. Fast schon ein Weltwunder. Oh. Eins kriegt mich doch immer. Nein, diesmal noch nicht. Das sieht schon beeindruckend aus. Jetzt nicht in die falsche Richtung, bitte. Sondern hier entlang. Ah ja, jetzt sind wir... Ah, wir sind da, wir sind da. Soll ich erstmal den, bitteschön. Er will fliehen, schaffst du aber nicht. Zack. Alles in Ordnung. Wow, langsam ist es ein bisschen schnell. Abspringen. Nicht... Na, wehe, wehe, wehe. Nicht mit mir. Wir müssen die Position tauschen. Was? Habt ihr das gerade gehört? Was hat denn der für gerade für Gurgelprobleme gehabt? Das ist ein ganz komischer Typ. Was? Der verarscht mich, oder wie? Was macht der denn für Faxen? Das habe ich noch nie gehört. Ganz seltsam. Vielleicht hat er auch einfach nur Hunger. 20 Rubine. Wie viel habe ich denn schon? Oh, noch 33 fehlen. Dann habe ich wahrscheinlich eine volle Tasche. Dann geht erstmal fett eingekauft. Bei Terry erstmal eine größere Rubinentasche holen. Was soll ich denn mit den ganzen Herzchen? Es fehlt ja so ein blaues Herz, das einfach 5 rote Herzchen ausmacht. Das wäre auch mal eine coole Sache. Aber dafür gibt es ja Feen an sich. Gibt es noch viel zu selten. So, damit können wir hier wahrscheinlich weiter. Würde ich mal spekulieren. War nicht genug? Nein, der ist einfach abgesprungen. Oh, bitte. Boah. Das war knapp. Blickt mir direkt ins Auge. Gut, ich muss zum Glück nicht den ganzen Weg nochmal zurück. Ich kann hier einfach speichern und dann können wir weitergehen. Sehr schön. Speichern. Habe ich jetzt noch irgendwelche Truhen? Auf dieser, also die... Die blassen, die habe ich ja offensichtlich. Das waren schon einige 3, 6. Und eine gibt es dann noch hier, aber sonst kann ich hier einfach weitergehen. Das dürfte alles abgeschlossen sein. Dann sage ich mal erstmal hier tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sam, danke fürs Zusehen und ciao, ciao.